Wer eine Leidenschaft fürs Kartenspielen hat, der sollte sich in die Schwechater Rotmühle begeben. Denn hier wird dreimal die Woche gemeinsam Tarock gespielt. Die freundliche Runde heißt jeden, ob Profi oder Anfänger, herzlich willkommen. Im historischen Ambiente des Schlosses Rotmühle wird das fast ebenso historische Kartenspiel Königsrufen gespielt. Dieses Kartenspiel ist Teil der umfangreichen Familie der Tarockspiele und verbreitete sich etwa ab 1425 von Norditalien aus in ganz Europa. Hat sich bis jetzt in den ehemaligen österreichischen Mönchen Solenten gehalten. Ja, ich finde dieses Spiel sehr spannend, weil er sehr abwechselnd ist und die Stimmung ist sehr gut, wenn die Spieler spielen und ich glaube, das ist das Wichtigste. Die Regeln sind zwar etwas kompliziert, jedoch einmal gelernt machen diese die Dynamik des Spiels aus. Die Tarotkarten bestehen aus 54 Karten mit bekannten Farben wie Herz, Karo, Pik und Kreuz und 22 Tarock. Und das ist, glaube ich, das, was das Spiel so unterscheidet von anderen. Diese 22 zusätzlichen Farben. Es ist ein Vier-Personen-Spiel. Wir spielen gern zu fünf, weil der Geber dann aussetzt. Das ist ganz angenehm. Aber es ist ein Vier-Personen-Spiel, wo nie dieselben Leute zusammenspielen. Es hängt immer von dem jeweils gespielten Spiel ab, wer mit wem überhaupt spielt. Und das macht es einfach so abwechslungsreich, glaube ich. Und ja, und deswegen auch so beliebt und deswegen gibt es wahrscheinlich auch schon so viele hundert Jahre mittlerweile. Wie kam es denn zu dieser Runde grundsätzlich? Woher kommt diese Idee her? Die Runde gibt es schon sehr, sehr lange. Ich selbst bin jetzt seit ein paar Jahren dabei. Unser Vorgänger, der leider schon verstorbene Josef Haschka, hat das, glaube ich, sogar damals ins Leben gerufen. Wir haben früher im Seniorenheim gespielt. Dort konnte man nach Corona nicht mehr sein. Und dann haben wir bei der Stadtgemeinde uns schlau gemacht und haben gesagt, wir können hier ins Schloss, die bauen jetzt hier VHS-Kurse auf und da waren wir dann mit an Bord. Seit wann genau sind Sie denn hier bei dieser Runde mit dabei? Ich bin jetzt circa seit 1,5 Jahren dabei. Bin dazugekommen, weil es mal was Neues war, weil ich grundsätzlich gerne spiele, vor allem Kartenspiele, und hier sich eine gute Gelegenheit gefunden hat für mich. Was genau hat Sie jetzt gerade bei diesem Spiel fasziniert? Tarock gilt immer als eines der schwersten Spiele und es gibt sehr vielfältige Spiele und das macht natürlich diesen Reiz aus, auch wenn ich zu Beginn viel Lehrgeld bezahlt habe, ja, aber jetzt bin ich gut genug, dass ich mit diesen Runden ja schon mithalten kann. Die Spiele Nachmittage und Abende sind entspannt, es wird sich ausgetauscht und der Spaß am Spiel, der steht ganz klar im Mittelpunkt. Wir wollen uns da von den klassischen Turnieren unterscheiden, wo halt zwar auch vielfach entspannt ist, aber halt da sind halt Turnierspieler zugange, die halt auch was gewinnen wollen und das gibt es bei uns eigentlich gar nicht. Wir haben sehr klein gehaltene Fehlerregeln und dementsprechend ist es bei uns eben auch so entspannt. Die Stimmung ist immer gut und das, finde ich, ist das Wichtigste, dass sich die Leute treffen, miteinander reden können und mit gutem Gefühl nach Hause gehen können. Es wird einfach gespielt, man kann auch zwischendurch plaudern und es ist kein Turnierdruck oder sonst was, was man halt bei anderen Turnieren oder Terminen hat. Und dadurch kann jeder mitspielen, der möchte. Und wenn einer mal nicht mitspielen will, ist es genauso gut. Für wen würden Sie sagen, ist so ein Spiel auch geeignet? Ja, für viel mehr Leute, als wir sie im Kurs haben. Tendenziell haben wir Leute in meinem Alter und darüber hinaus. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass wir viel, viel jünger sind, weil wir können dieses Spiel sicherlich auch im Kindesalter theoretisch schon spielen, aber geht bestimmt ab 12 oder 14 Jahren absolut geeignet. Also theoretisch könnte man das auch am Handy spielen heutzutage, aber es ist analoger einfach viel, viel schöner, glaube ich. Ja. Für jeden, der gerne spielt, der an Kartenspielen interessiert ist und einfach genügend Zeit hat und sich mit anderen Leuten unterhalten möchte. Ich würde auch jeden gerne dazu einladen, der möchte, sollte sich einfach beim Herrn Oberwallner melden und wir würden uns freuen, ihn den demnächst begrüßen zu dürfen. Der Tarockclub Schwechat spielt immer dreimal die Woche, Dienstag ab 14 Uhr, Donnerstag ab 18 Uhr und freitags ab 15 Uhr im Schloss Rotmühle. Neueinsteiger, aber auch erfahrene Interessierte sind herzlichst willkommen. Unter oberwaldner.com/tarock/start-html gibt es alle Informationen. Man nimmt einfach Kontakt mit uns auf, man ruft bei mir an oder schickt uns eine E-Mail oder fragt auch bei der Gemeinde im Rathaus nach. Wir machen einen Termin aus. Entweder es kommen Anfänger, dann brauchen wir ein bisschen länger für die Regelkunde und für die Kartenlehre. Oft haben wir Menschen, die schon Tarock spielen, aber eine kleinere Variante, das sogenannte 20er-Rufen. Die haben natürlich den Vorteil, dass sie die Karten schon kennen. Da dauert es nicht so lang und dann spielen wir nach einer Stunde besprechen oder üben.
legen wir eigentlich schon los, zuerst im Team und später eigentlich dann schon, nach ein paar Wochen eigentlich schon alleine.